Alles muss raus. Wir hatten zu viele Folgen, deshalb gibt es jetzt bis Sonntag Doppelfolgen um 13 und 15 Uhr. Wir wünschen viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Hallo so, again. Hallöchen, da sind wir wieder. Und ich muss den Ton wieder runterschrauben. Wir haben uns dafür entschlossen, jetzt doch, oder Asraf wollte ganz gerne die Nacht aufnehmen. Ich habe gesagt, sonst können wir die auch überspringen, aber wir haben eigentlich sehr viel zu tun. Und richtig. Das kann man ja auch zeigen dann. Ne? Richtig, ich kann mal voller Stolz zeigen, hier, wir sind beschäftigt. Wir sind beschäftigt. Also ich mache mit dem Wasser hier dann mal weiter, ne? Ja. Okay. Na? So. Was ist das? Also das muss jetzt erstmal weg. Das muss weg. Na komm, geht's so. Und wie geht's hier weiter? Du hast jetzt hier nochmal einen Zweiergraben tief. Warum? Da waren überall Spikes drin mal. Da können wir natürlich auch wieder, wir können natürlich auch neue Spikes irgendwie setzen. Ich weiß nicht. Ach so. Willst du diese Holzspikes da wieder nehmen? Wie du magst. Also ich bin da. Ja, weil es zwei tief ist. Willst du quasi die Holzspikes und da drauf Wasser oder was hattest du vor? Nee, ich hatte da, ich weiß gar nicht, warum da zwei. Ich kann es dir offen gestanden nicht mehr sagen, warum da zwei tief ist. Nee, okay. Da drauf will ich, glaube ich, nicht nochmal was. Weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Versuchen es mal nur mit dem Wassergraben hier außen, oder? Ja, okay. Mal gucken, ob das uns überhaupt irgendwas bringt. Gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich bin da mal echt gespannt. Ich kriege auch nasse Füße langsam. Nun. Mhm. Aber schon komisch, dass man aus einem Eimer Wasser quasi immer zwei rauskriegt irgendwie. Ja, das ist doch gut so. So richtig koscher ist mir das auch nicht, finde ich irgendwie. Gute Idee, tarnen die Spikes mit Wasser, ja. Nein, also ich glaube, Spikes im Wasser, wenn das Wasser wirklich verlangsamt und die Spikes verlangsamt, dann hast du da ja nicht wirklich nennenswert was von, glaube ich. Dann kannst du die Spikes ja lieber einzeln in eine Reihe packen. Vielleicht. Dann bleiben die Zombies ja eh so oder so dranhängen. Okay, da fehlt jetzt ein Frame. So, sag mal, wie montiert man eigentlich so eine Browning ab? Mit diesem mit dem, Spezialschraubendreher? Ja, mit dem Schlagbohrer. Das müssen wir ja auch nochmal machen, dass wir die umstellen. Yep. Weil von unserem Haus rüber zu diesem Haus schießen mit der Browning ist schwierig. Das habe ich schon letztes Mal versucht. Das ist, da siehst du denn doch nicht viel. Und wenn dann auch noch schlechtes Wetter ist oder sowas, dann kannst du es knicken. Ich bin mal gespannt, ob Lan noch zur Horde kommt. Keine Ahnung. Weil zwei Leute an den Brownings und einer so mobil wäre schon ganz geil irgendwie, ne? Ja, wäre cool. Ja, das wäre cool. Oh, ich brauche wieder von denen. Wie ich mir 90. Not machen wir aus diesem inneren Graben, der ja auch zwei tief ist, machen wir einen tiefen Graben. Ja, könnte man auch machen.
Ja, das, ich will nicht, dass sie hier unterkellern und dass sie die Chance kriegen, sich durchzubohren. Denn wenn so ein Spike weg ist, dann haben wir ein Problem. Dann haben sie die Bautiefe erreicht, wo sie sich unterhöhlen können. Na komm, jetzt lauf schon zu. Ah ja, okay. Ah, sehr schön. Passt. Ja. Machst du mit Woodframes dicht oder was machst du gerade da? Ich mache da, wie gesagt, wie auch vorne, eine Rampe, dass sie wieder hier hoch können. Wenn wir das nur eins tief machen, dann müssen die einmal hoch, einmal runter, so, einmal hoch, einmal runter. Okay. Ne? Also diesen, genau. Diesen Trick da. Oh, von der anderen Seite kommt eine Horde. Mhm. Ah, Kreischerin war da. Shit, sie hat mich noch gesehen, aber ist jetzt gestorben. Okay, soll ich dazukommen oder nee, geht's? Nee. Es hat nur eine Welle gespawnt. Okay. Reichlich Krankenschwestern hat sie gespawnt, irgendwie so. Ja, Medkit, ne? Ah, da muss aber auch schon echt Glück haben, dass du da aus der Krankenschwester... Komm, wir sind doch zwei Glückskinder. Ja? Außerdem bin ich ein Sonntagskind. Die eine hat einen Schlagring gehabt. Als Krankenschwester? Ja, das ist so... Warte. Ja, mach's doch nicht lächerlich, das kann ja nicht sein. Ohne Scheiß, das ist das Erfolgreiche. Du soll doch helfen, so, mit Druckknochen. Das, du, vielleicht gehören die zu zweit. Die eine hat den Schlagring, die andere ist Medikit und verdickt es dir teuer. Das weißt du nicht, aber es ist bestimmt eine erfolgreiche Masche. Ach so. Kann ich mir vorstellen. Ja. So kommst du auch weiter. Damit du weißt, was du brauchst, ne? Genau. Dann stellt sich die Frage nicht, wovon wurden sie denn verletzt? Das ist ja auch wichtig, die Frage, weißt du? Ja, klar. Wovon wurden sie verletzt? Von ihrer Kollegin. Da. So, das ist das, das ist das. Ich glaube, die Bäume sind da auch schon wieder gar, die hier stehen. Mhm. Die könnte ich alle nochmal Holz besorgen. Medkit. Medkit wäre auch lecker. Werkstoff. Assack? Nee, Medkit. Med. Ach so, Med. Medkit. Ja. Wäre auch eine schöne Sache, oder? Ja, wir könnten Erdblöcke hinstellen. Ja, unbedingt. Med-Igelchen. Könnten wir, aber die sind halt nicht sehr stabil. Wenn einer explodiert, fliegen da die Fetzen. Das ist mit Holzframes, ist es eigentlich besser. Hm? Was für Blöcke? All die Reparatur hier. Ich habe hier ab und zu mal Löcher und da mache ich gerade Frames rein. Und da wurde vorgeschlagen, die Erde, die ich da sozusagen gerade rausbohre, da könnte ich neue mitmachen. Jo. Aber die kann ich nicht aufwerten, die Erde, und die hat halt nicht viel HP. Halt der Punkt. Oh, Runtime? Ja. So, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Wo haben wir die da? Zehn, boah, das kostet wahnsinnig viel. So, Moment, dann müssen wir da dran. Und da können wir dann Steel, nee, jetzt können wir erst die Armor, boah, das ist Wahnsinn. Fünf Feuer, ne? Duct Tape. Und zwei Glue. Also Stahlrüstung kriegen wir zu der Horde niemals zusammen, Astag. Okay. Also wir brauchen für eine Armored Plate, ne? Mhm. Brauchen wir 10, also zwei Steel Armor Plates. Dafür brauchen wir insgesamt 10 Forged Steel. Dann brauchen wir noch eine Keramik Armor Plate, 5 Duct Tape und 2 Glue. Dann hast du eine Plate und 3 von den Dingern brauchst du, um einen Handschuh herzustellen, zum Beispiel. Hm. Also insgesamt bräuchten wir 15 Stück. Ich weiß nicht, wie viel. Das müssen 800 Stahl sein oder sowas, die du verbrauchst. Und okay.
Ja, Kosten auch, Nutzen, ne? Auch an die 100, 150 Ducktapes insgesamt, glaube ich, pro Rüstung, also pro vollständige Rüstung. Das wird schwierig, also, das kannst du, ich glaube, das verschieben wir irgendwie mal. Also das halte ich für ganz schwierig. Tu mir doch einen Gefallen, wenn du im Haus bist und wieder an den großen Amboss gehst mit ja. 60 Stahl. Ja. Stell doch mal 4 dieser Abdichtringe her, dieser die Stahlringe. Ja. 2 brauchen wir eigentlich nur. Nein, 4. Ja? Wir brauchen 4 Stück. Ist das so, ja? Ja. Okay. Exakt 4. Sind wir unterwegs, dauert 7 Minuten. Mhm. Gutes Bier dauert auch 7 Minuten, oder? Mhm. War das nicht so? Den Bohrer brauchst du doch jetzt gerade nicht mehr, ne, oder? Doch. Gleich. Wofür? Was bohrst du denn da? Die zweite Reihe. Aber das ist doch nur Sand, oder? Wie Sand? Du bohrst doch nur Sand da weg, oder? Die Erde. Ich ja. soll nicht schnell machen, dann hab ich danach den Bohrer frei. Ja, aber ich brauche den Bohrer noch für Fluchttunnel und da muss ich durch Stein. Ja. Und du kriegst ihn gleich. Während ich ja ein paar Mal mit einer Axt da draufhauen muss, ne, brauchst du nur einmal schippen. Dann ist es ja weg, sag ich mal so. Ja, ich bin am Erde wegmachen. Aber ja, eben, aber Erde ist ja rund, Erde ist ja, rund, ist ja mit einer, geht mit einer Schaufel eigentlich auch nicht langsamer als mit dem Bohrer, finde ich. Erde. Aber okay, da haben also wir unterschiedliche Meinungen. Mit dem Bohrer ist es so, dass du normale Geschwindigkeit gehen kannst. Aber wenn man jetzt ständig das Stacheldraht im Sack hat, gibt's doch nicht hier. Mit der Schaufel bist du eigentlich auch nicht langsamer. Du musst mal schaufeln. So im Allgemeinen. So. Hat er da jetzt noch hergestellt, bevor er gepennt hat? Yay, hat er gemacht. Bullet Casing, Recipes, Craft. So, sehr schön. Ich mache uns nochmal weitere Munition. 7,62 mm dann, ne? Ja, gerne. Ach, wir kriegen ja doppelt raus. Was doppelt? Ja, wenn du 120, wenn du 115 herstellst, kriegst du ja 230 raus. Aus dem Ding da. Ach, das ist so? Ja, ja. Ja, der zeigt doch immer nur die Materialien für einen an, irgendwie. Weißt? Der zeigt ja. Kann das Spiel ja nicht anders anzeigen. Also, wir haben jetzt 294 Schuss, 50er Kaliber. 294 Schuss. Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? Ja, hat jeder gut 100, ne, fast 150 Schuss und dann passt das. Mhm. So, Bohrer ist frei. Kannst du ihn haben, wenn du magst. Ja. Ich reparieren den noch gerade und dann tanke ich ihn ja auf und dann. Ja, das ist gut. Nö, ich repariere ihn gerade nicht. Ich habe keine Repair-Kits mehr, aber ich tanke dir noch voll. Ja, aber ich habe so ein Sprit auch hier. So, 7,62 Millimeter. Bringe ich dir dann gerade? Ja, ja, kann ich mir das aber auch gleich. Aber du willst ja wahrscheinlich eh hier rein, ne? Ja, ich repariere den dann auf jeden Fall, dass er frisch ist. Munition. So. Das ist, glaube ich, in der Waffenkiste. Ja. Da bin ich jetzt auch raus. Hey, gemoved. Lan! Hi, Lan. Das trifft sich gut. Warte mal, du bist, wirst du noch lauter oder muss ich dich lauter machen? Moment, nee, warte mal. Ja, ich glaube, du bist noch ziemlich weit weg vom Mikro, ne? So 2 Meter oder so, kann das sein? 2 Meter waren es nicht, aber es waren 50 Zentimeter. Also du klingst immer noch extrem. Nö, du klingst. So, Lan, ich habe dir jetzt die Rechte gegeben, dass du von dir aus hier in diesen Stream rein kannst. Vielen Dank. Also, so, du klingst extrem leise. Ich verstärke dich mal eben um 30 Dezibel. Aber die Frau von dir hört mir besser. Mikro. Schön groß. Ja, also ich stärker kann ich dich nicht verstärken. 20 Dezibel bist du jetzt irgendwo so. Okay. Dann bist du wahrscheinlich auch verzerrt dann, weiß nicht. Aber du. Wenn in der Werkzeugkiste liegt der Bohrer. Ja, es klingt so, als würdest du durch einen Waschlappen sprechen in 10 Meter Entfernung. Aber passt schon, man versteht dich. Aber schön, dass du da bist. Chat freut sich auch. Ja, dann erstmal hallo, liebe Grüße an den Chat und hallo an euch zwei. Hi. Hi. Oh, bist du leise. Warte mal, ich gebe dir jetzt erstmal ein paar Dezibel, das ist ja nicht zum Aushalten. Ja, ich habe ihn so weit aufgedreht, wie es irgendwie ging. Ja, langer Tag heute für euch, ne? Ja, leider. Habt ihr denn noch mit dem Prof sprechen können? Oder? Ja, wir waren dann fertig, als ich dir geschrieben habe. Ja, okay. Dann haben wir gewartet.
Ja, das dachte ich mir auch schon. Man kommt ja da selten pünktlich, ne? Dann kommt irgendwas dazwischen und das ist immerhin der Prof, ne? Der, ja, eben, der war halt den ganzen Tag in OP und hat gesagt, zwischen den OPs kommt er irgendwann vorbei, aber man konnte halt uns nicht sagen, wann. Und das hat halt alles so ein bisschen sich schleppend hingezogen. Ja, ja, das kenne ich. Well, ich pack mal 762 in die Munitionskiste und auch 9mm, da hatte ich ein bisschen was gesammelt, ja, auch durch die Schatzkisten. Ich habe da gerade welche hergestellt. Guck dir mal die Zahl an, die sieht jetzt besser aus. Ja, jetzt, jetzt sind wir noch ein bisschen mehr. Ei, sehr schön. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, Lan, herzlich willkommen erstmal. Ja, ja, vielen, vielen Dank. So, dann komm rein. Komm rein. Ich bin schon dabei am Starten. Wir sind auch am Abend vor der Horde, also Tag 55. 22 Uhr, also 2 Tage haben wir jetzt schon verbracht in-game. Okay. Und den dritten machen wir dann noch zusammen. Ja. Munition, 300 Spikes. Was? Und was war denn das? Spikes? Ja, ich habe das mal so ein bisschen, ich habe das mal so ein bisschen rausgepresst. Ja, so ein bisschen Pressing betrieben, wie man im Fußball sagt. Pressing, musst du Pressing machen. So. Aber der Bohrer ist in der Werkzeugkiste? Ja, wir bitte. Wo ist er denn da? Ach, da, okay. Und vergiss nicht, dir Sprit mitzunehmen. Nee. Am besten 2000. Und Repair Kits. Oh, schweres Wort. So. Ja, ich nehme nur 1000 Sprit mit. Das muss reichen. Irgendwo so. Aber, Well? Ja? Hier ist jemand für dich. Hi, Well. Schöne Grüße. Hi, na? Ebenfalls lieben Gruß. Unbekannterweise hallo. Das ist Scarlett, meine Frau. Ah, ja. Sehr angenehm. So. So, dasselbe sage ich mir auch. So, das. Ich Holz dabei. Ja. So. Eine Hedge. Montag, ne? Da habe ich schon gesagt, können wir alle mal die Daumen drücken, glaube ich, dann hier, ne? Oder? Ja, aber Montag. Aber den ganzen Tag Daumen drücken, kann nicht schaden. Soll die OP wohl ungefähr starten für geplante 2 bis 3 Stunden. Okay, das ist. Dann. Toi, toi, toi. Sag ich mal. So, ich kloppe jetzt die Spikes weg. Grüße auch von Tobi und auch überhaupt vom ganzen Chat, sag ich mal. So. Ja, wie gesagt, liebe Grüße an den Chat zurück. Ich kann leider momentan nicht parallel streamen. In Form von den Stream selber mit angucken. Ach, Teni, wir gucken vom Handy, höre ich gerade. So, das machen wir hier mal dicht, damit wir hier halbwegs brauchbar durchlaufen können. Wenn es denn dann drauf ankommt. So. Das passt. Ich glaube, das mache ich doch mit der Axt mal eben. Zock, Junkie, mach's gut. Schön, dass du dabei warst. Ja, Lan, auch für meinen Chat viel Hallo und sei gegrüßt. Ja, auch an deinen Chat natürlich ein herzliches Hallo. Mhm. So, das machen wir hier mal dicht. Bist du schon gejoint? Nee, ne? Spiel lebt noch bei dir, Lan? Oder? Steht da, lädt Gegenstände. Das ist gut. Ah ja, okay. Gegenstände laden ist immer fein. Sollen sie da durch ruhig rein, oder? Sollen da ja gar nicht rein. Wir machen das mal so. Und sicherheitshalber, weil ich ein bisschen das Gefühl dabei habe. Hier. So, das passt. Blurry Face, danke für den Follow. Schönen guten Abend. Na komm, hier nicht geizen. Haut da jemand von euch gerade was kaputt oder sind das Zombies draußen hier? Irgendwie am Nachbarhaus? Das anhört wie die Spikes? Ja. Das bin ich. Ah, okay. Ich bin da am Arbeiten. Alles klar. Dann bin ich ja beruhigt. Ja. Alles gut, ich bin das.
Das könnte man alles mit Beton machen, ich weiß das. Nur falls einer fragt, es ist mir klar, es ist mir klar. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir es aus Holz machen, weil geht schneller. Und wenn sich das bewährt, kann man immer noch aufstocken auf Beton. Und da hat der Nitlan heißt, ja, den da. Server betreten, das wird er wohl sein. Du bist ja Sponsor bei uns zu Hause, ne? Dir passiert ja nichts, ne? Genau. Du das bist fast im Haus, genau. Haus ausgenommen. Das wäre die Theorie, genau. Sehr schön. Das ist gut. Moment, das nehme ich aber mal eben weg. Ja, stellen wir mal eben ein Frame rein. So, der kann ja auch wieder... dass die Unebenheiten hier weg sind. Mhm. Leitern wollte ich gemacht haben. Genau das war's. Okay, da müssen noch Leitern her hier. Okay, Leiter. Wir brauchen irgendwann auch mal einen Zugang, ne? Inwiefern Zugang zu was? Also wir müssen eine Brücke bauen über diese ganzen Verteidigungs-, also möglichst von vorne, dass man hier auch mal gefahrlos reinkommt, ohne sich den Bauch aufzuschneiden. Und dann brauchen wir noch einen Zugang zum Haus. Der ist nämlich auch nicht da. Keine Leitern, Tunnel. Keine Brücken. Du willst ja nicht oberirdisch entlang, wenn dir die Horde hinterherläuft, oder? Vielleicht, wenn du mal runterfällst, wie willst du dann nochmal hochkommen? Tunnel. Ja, das mag ja sein, aber wenn du runtergefallen bist, stehst du sozusagen außen aus dem Haus. Und dann? Dann rennst du zur nächsten... Wie willst du schnell wieder hochkommen? Dann rennst du zur nächsten Notfall-Hatch und gehst da rein irgendwo wahrscheinlich, oder? Bist du vielleicht auch haben nicht haben wir falsch, hier eine Notfall-Hatch? Da arbeite ich doch gerade dran. Ah, ja, okay. Und die Verbindungstunnel, die habe ich letzte Woche gebaut. Ich verstehe. Die Verbindungstunnel habe ich alle letzte Woche gebaut. Aha. So. Stacheldraht. Aber ich wollte noch, wie gesagt, eine Notfall-Hatch für draußen sollte man natürlich auch noch mal bauen. Das ist, da hast du natürlich recht. Ja, du bist ja dran, ne? Hast du ja gesagt. Ja, ja. Was hast du denn? Geschnitten? Scheiß Stacheldraht! Ich hasse ihn! So. Schreierin haben wir, gleich wird's lustig. Ja, aber die hat noch nicht geschrien, ne? Oder? Noch hat sie nicht geschrien, das ist richtig. Die hat doch, und die seufzt doch noch nur, oder? Gut, nennen wir es Seufzen. nennen wir es Seufzen, ja. Oder nicht? Ist doch so eine Art Seufzen, was sie da macht. Ja. So. Okay, da muss ich jetzt durch. Weil ich den Rotfilm wieder eingemauert habe. Da ist es. Zack, raus, Hatch. Wo ist denn die Kreischerin? Sehr schön. Keine Ahnung. Irgendwo draußen. Weiß nicht, wo sie ist. Kann ich auch nicht genau orten, wo sie ist. Okay, Hatch. So, Hammer. Nanu, hier ist ja noch offen. Warum ist denn Daniel noch offen? Vorne, weil ich irgendwann nochmal hier raus will. Das kann man zum Schluss nochmal zumachen. Nee, das Haus selber. Wo? Haus habe ich. Ich habe jetzt zwei Rebars von innen, also in die Außenwand reingesetzt. Da war noch. Ja. So. Okay, und dann würde ich aber sagen, dass wir das cleverer machen. So, ich repariere gerade den Stacheldraht, dass der wieder fit ist. Mhm. Und fülle die Lücken auf. Das machen wir anders. Ey, wer wirft hier mit Kartons nach mir? Unglaublich. Da können wir doch eigentlich auch Beton, ne? Oder? Warum nicht? Warum nicht? Machen wir das so. Wir haben es ja. Beton haben wir ja wirklich reichlich. Das ist ja nicht so das Riesenproblem. Haben wir denn noch? Nochmal auf die Sprünge. Wo war das erst noch? Das was?
Das Essen. Im Kühlschrank. Ja, genau, da war die Info. Weil ich war überlegen, ob ich dazu jetzt noch was sage oder nicht, aber. Ja, okay. Ist okay. Nee, ich hab den absolut nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. War das Essen im Kühlschrank? Vielleicht spielt mit Umzugskartons. Quasi. Oh, echt eine. Leider Beton vergessen. Moment. Ich gehe mal eben nach Hause. Wir haben doch hier noch Unmengen an Concrete Mix, oder? So. Naja, Unmengen nicht, aber. Haben wir hier nicht noch mehr Concrete drin? Ja. Durch den Wasserkram könnt ihr euch ja Scharfschütze betätigen, das ist richtig. Shotgun verstehst, gehe ich von aus, das ist richtig. Dann bau dafür Shotgun Slugs, ja, könnte man machen. Jordan, ja, ne? Ihr könnt noch Benzinfässer auf die Straße stellen, Notfall. Naja, die Benzinfässer, das ist so eine Sache. Also die Shotgun macht extrem wenig Schaden irgendwie. Also gut, klar mit Slugs, aber du musst halt sehr nah an die Zombies ran und da wir weit davon entfernt stehen, ist es vielleicht nicht so, weiß nicht. Also ich glaube, die Sniper und die 7,62mm Munition macht deutlich mehr Schaden, die ja, wir da haben. Die dürfte mehr. Da gehe ich stark von aus. Also um Shotgun-Munition im großen Stil zu produzieren, fehlt uns auch schlichtweg Blei. So. Weil das frisst wirklich Blei ohne Ende, Shotgun-Munition. Shotgun-Munition frisst wirklich sehr viel Blei. Die Mauer muss ausgebessert werden vom Haus, ne? Hast du gesehen? Ja. Brauchen wir Cobblestone, ne? Ja, ja, ja. Kümmere ich mich gleich drum. Ist jetzt erstmal. So, die Wood Spikes, die wir haben, zweireihig. Ich fürchte, wir haben nicht genügend Woodspikes. Ich stelle schon mal welche her. Das wird nicht reichen. Kannst du auch noch mal Spikes nebenbei in deinem Inventar laufen lassen? Wir brauchen noch mehr Spikes? Ja, das reicht von vorne bis hinten nicht. Ja, Sekunde, kümmere ich mich gleich drum. Was gibt es zu gackern? Das musst du mal einen Check fragen. Der Chat beämmelt sich jetzt wahrscheinlich gerade. Hä? Die aufgepasst haben, werden sich wahrscheinlich beämmeln. Ich habe mich eingemauert. Ich brauche mal eben kurz eine Minute. Asraken, dann bin soll ich dich befreien oder geht's so? Nee, es geht gerade nur so. Ich hab dich eingemauert. Läuft bei dir, oder? Du bist nicht im Handwerk, ne? Bitte sag, dass du nicht im Handwerk bist. Sag, dass du nicht Maurer bist oder sowas. Bitte nicht. Natürlich ist er nicht im Handwerk, aber ich find's jetzt gerade lustig. Das wäre das Geilste als Vorarbeiter oder so, da hat's jetzt eingemauert. Alter, von dir lass ich mir dann nichts bauen. So sieht das aus. So geil. So, okay. Leather. Oh, ich hab mich eingemauert. Ja gut, das haben andere auch schon geschafft. Das ist halt Kunst, ne? Das muss man sagen. So. Spikes, ja, draußen ist immer noch irgendwo eine Kreischrein. Ich höre ja, sie. Ja, ja, ich lass mach sie noch, mal, ich mach noch, jammern da. Ich mache nochmal 140 Spikes, Asrak. Ja, 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 ja. So. Das haben wir jetzt gemacht. Da liegt Stacheltat. Dann legen wir jetzt erstmal neue Spikes aus. Alter Schwede, ist das geil. Jetzt richtig was auf die Nuss. Hält wahrscheinlich keine 3 Minuten. Oh, da ist es tief. Wo ist denn die Erde? Die Erde abgegeben, ich Honk. Weißt du was? Oh, mir ist warm. So, jetzt kommt der Bohrer auch mal zum Einsatz. So, Notfall-Hatch. Brauchen wir
wo. Gerade in der Richtung, warum nicht? Können wir doch eigentlich gleich direkt hier loslegen, oder? Glaubst du denn nicht, Ben, falls du mich noch hören kannst, die Folge ist schon wieder rum. Echt? Ja. Krass. 30 Minuten. Okay, gut. Ja, stimmt. Ja, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis denn. Tschüss. Tschüss.